Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schreib es mit Blutbox von Tanzwut. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schreib es mit Blut von Tanzwut, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 10. Album der Band. Wir haben hier eine Box im Querformat. Wir haben hier einmal den Bandnamen in Rot hier mittig auf dem Boxdeckel stehen. Tanzwut. Darunter in so einer Schreibschrift ist der Albumtitel Schreib es mit Blut. Und ansonsten das gesamte Design hier des Boxdeckels in so schwarz-weiß Optik. Mit jede Menge verschiedenen Symbolen und Schriftzeichen. Also sieht rein so ziemlich so nach ja, Okkultismus aus, schwarzen Künsten, schwarze Magie, was auch immer. Also in meinen Augen auf jeden Fall Okkultismus pur. Auf der Seite Tanzwut, schreibe es mit Blut. Auf der rechten Seite oben und links, also rundum. Und auf der Unterseite, drehen wir das Ganze mal, Boxinhalt klappert schon. Haben wir hier einerseits mal den Boxinhalt, der ist hier zweifach, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch verfasst. Wir nehmen den Deutschen. Boxset enthält Digipack, Tanzwut Schreibfeder, Tintenfass mit roter Tinte, Tanzwut Comic Reiter ohne Kopf, Kontrakt mit dem Teufel auf Premiumpapier. Okay. Exklusive Bonus-CD mit 5 Songs, Tanzwut Postkarte und Echtheitszertifikat. So, dann haben wir hier noch die Tracklist. Also wir haben hier insgesamt 15 Tracks und dann haben wir zusätzlich noch 5 Bonus-Tracks auf einer weiteren CD, also 20 gesamt. So sieht das aus. Unten rechts gibt es noch den Barcode und hier spannenderweise über den Barcode lesen wir auch noch Limited to 1500 Units. Also 1500 Stück limitiert diese Box. Dann werden wir das Ganze mal ansehen. Einmal den Boxdeckel abnehmen, von innen in schwarz und weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir hier einmal so eine Schreibfeder in dunkelrot und gold. Dann haben wir den Comic Reiter ohne Kopf. Dann haben wir tatsächlich den Teufelspakt. Eine Fotokarte, eine Postkarte. Ein Zertifikat, das Album an sich, die Bonus-CD und das ist wahrscheinlich dieses Tintenfass. Okay, so von innen die Box in schwarz und weiß. Packen wir mal zur Seite. Diverse Inhalte sind hier noch in Folie. So, als erstes holen wir hier mal die Feder raus. Einmal. Dann haben wir ein kleines Gläschen, ein Fläschchen hier eingepackt in Luftpolsterfolie. Holen wir auch mal raus. Und natürlich noch die Musik, also die CDs. Das ist die Bonus-CD mit den 5 Bonus-Tracks. Die werden wir mal aus der Folie schneiden. Und dann haben wir natürlich noch das Album an sich, Schreibe es mit Blut. Hier haben wir auch noch einen Sticker drauf, den schauen wir uns natürlich auch noch an. Also auch wenn ich jetzt die Folie abnehme, schauen wir uns den Sticker dann noch kurz an. Wunderbar. Also, wir starten dann wie immer mit dem Album an sich. Zuvor noch hier die Bonus-CD befreien. Und dann kann es auch schon losgehen. So, also, das ist das Album. Wir hatten hier noch den Sticker drauf, wie gesagt. Was lesen wir hier? Tanzwut, schreib es mit Blut-Tour. Also, das war die Tour. Wir haben hier Dates, Moment, von Juli bis Dezember 2016, da hat die stattgefunden, die Tour. So,
Dann haben wir das Album Schreibe es mit Blut, kommt hier in einem Digipack. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. AFM Records, Tanzwut, Schreibe es mit Blut, plus Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also 15 Tracks hier auf dem Album, Beteiligte, also Label, Logo und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier den Sänger der Band, der hier den Teufel darstellt und hier scheinbar auch gerade etwas aufschreibt. Auf der linken Seite die gesamte Band, also die sieben Herrschaften hier versammelt. Ich glaube, es ist auch genau das Foto, das auf der Postkarte drauf ist. Dann haben wir zum einen hier rechts mal die Infos. Erstmal einen Flyer. Hier sind noch so zusätzliche Releases von IVM Records angegeben, die über das Label erscheinen oder erschienen sind. Dann kommen wir zum Booklet. So. Ja, also das ist wohl eindeutig. Hier wird scheinbar ein weiterer Pakt mit dem Teufel unterschrieben von einem der Bandmitglieder, der sich hier in Versuchung führen lässt vom Teufel persönlich. Dann haben wir die einzelnen Tracks, die hier Wort für Wort abgedruckt sind, also die Lyrics hier dabei und passend zu den einzelnen Liedern dann auch noch das Ganze illustriert. Hier zum Beispiel der Reiter ohne Kopf. Und so geht das Ganze dann hier durch. Also jede Menge Fotos und Illustrationen und natürlich auch die Lyrics zu jedem einzelnen Song. So, dann haben wir hier zum Abschluss eine umfangreiche Danksagung auf der rechten Seite und links die Credits zum Album. So, dann nochmal ein Bandfoto der sieben Herren. Genug vom Booklet. Wir kommen zur Album-CD. Die ist auch wieder hier in dieser, in diesem Artwork. Also wie gesagt, Okkultismus pur in meinen Augen. Auch auf der Rückseite. Dann kommen wir zum nächsten Teil und zwar zur nächsten CD. Das ist die Bonus-CD. Auf dem Cover haben wir wieder den Teufel abgebildet, also den Frontmann der Band. Tanzwut, Schreib es mit Blut, Bonus-CD. Die kommt hier in so einem Slimcase. Hier haben wir die CD. Auf der linken Seite haben wir hier so einen Einleger. Bedeutet, ja genau, hier haben wir die Info zu den einzelnen Tracks. Wer war hier beteiligt? Also es sind 5 Tracks, die auf dem Album regulär drauf sind. Allerdings eben in einer Remix-Variante. Also mit Gästen und Remix. Versionen, genau, hier kann man sehen, das sind die Beteiligten. Die CD selbst sieht dann so aus, auch hier wieder in dem Design, wie auch schon die Album-CD, nur eben in dieser Holzoptik, mehr oder weniger. So, und jetzt kommen wir zu dem Inhalt, auf den ich echt schon sehr neugierig bin, weil sowas habe ich absolut noch niemals gesehen. Hier haben wir tatsächlich ein Blatt Papier. Und hier lesen wir Tanzwut Teufelspakt. Der ist hier schon verfasst worden. So, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Was lesen wir hier? Wir lesen hier. Ich weiß genau, was du begehrst, was du dir wünschst, was du verehrst. Ich weiß genau, was dich bewegt, wonach du suchst, was dich erregt. Ich weiß genau, wovon du träumst, was dich berührt, du nie versäumst. Kenn dich genau, seh dein Gesicht, doch wer ich bin, das weißt du nicht. Ich weiß genau, woran du hängst, was dich bewegt und was du denkst. Kenn dich genau, seh dein Gesicht, doch wer ich bin, das weißt du nicht. Alles, was du willst, alles, was du magst, schreib es mit Blut, ich bin dir hold. Sei, was du willst, sprich, spinn Stroh zu Gold, schreib es mit Blut, ich geb schon Acht auf diesen ganz besonderen Saft. Okay, also hier ist dann tatsächlich unten auch noch beschrieben. Unterschreibe deinen Teufelspakt mit Blut und beiliegender Feder und hole dir den verbindlichen Stempel dazu am höllischen Verkaufsstand beim nächsten Konzert. Dazu erhältst du einmalig 10% Rabatt auf ein Kleidungsstück. Gültig während der Schreibe es mit Blut Tour im Oktober und November 2016. Okay, rein so, wenn man das lesen würde, würde ich jetzt tatsächlich denken, dass die erwarten, dass man sich irgendwie in den Finger, in die Hand schneidet und damit seinem
eigenem Blut das unterzeichnet, aber das ist nicht der Fall, denn wir haben hier tatsächlich ein kleines Fläschchen, Tanzwut Blut lesen wir hier. Was steht hier noch? Schreibe es mit Blut, ja. Also es ist hier so ein kleines Fläschchen mit roter Tinte, die ist hier drin. Also das hier so als Blutersatz. Und das kann man dann entsprechend, machen wir es mal kurz auf, aufschrauben. Ist hier dann noch so zusätzlich mit einem kleinen Papier, mit so einer kleinen Zusatzschicht versehen. Und dann kann man das hier öffnen. Und in Verbindung mit diesem Fläschchen hier, mit dieser blutroten Tinte, haben wir dann die Schreibfeder. Die kommt hier auch in so einem dunklen Rot. Die sieht echt gut aus, in meinen Augen. Tanzwut lesen wir hier auch wieder. Ansonsten hier in Schwarz und Gold gehalten. Die Feder sieht sehr edel aus. Und da kann man hier in Verbindung mit diesem roten, mit dieser blutroten Tinte den Vertrag entsprechend unterschreiben oder natürlich auch andere Sachen aufschreiben. So, dann haben wir mit dabei noch ein Zertifikat. Und zwar lesen wir hier, dass das Ganze eben auf 1500 Stück weltweit limitiert ist. Und eben, dass AFM Records uns garantiert, dass es hier ein originales Stück ist, also eine originale Box. Der Inhalt wird hier auch nochmal erwähnt. Dann kommen wir zur Postkarte. Sieht so aus. Auch hier wieder die Band abgebildet, darunter der Schriftzug Tanzwut. Rückseite ist klassisch in diesem Postkarten-Layout. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Comic. Tanzwut, Reiter ohne Kopf, in Bilder gesetzt von Duke Macabre. Okay, AFM Records. So sieht das auf der Rückseite aus, der kopflose Reiter. Tanzwut erzählt die alte Legende vom Reiter ohne Kopf neu. Von eigener Hand gerichtet, sein Leichnam vom Mob entweiht, findet der Reiter weder im Himmel noch in der Hölle Frieden. Der Teufel bietet ihm einen Pakt an. Fortan soll er als kopfloser Höllengeist Jagd nach Opfern für den Fürsten der Finsternis machen, um dereinst einen Platz an dessen Seite zu erhalten. Doch wird der Teufel sein Wort halten und den Fluch nach vollbrachter Tat wieder von ihm nehmen? Okay, also, es gibt ein Lied, genau hier lesen wir es auch, Reiter ohne Kopf, nach dem gleichnamigen Song der Band Tanzwut aus dem Album Schreib es mit Blut. Dann hier die Infos, wer hier mitgewirkt hat. Und dann haben wir hier wahrscheinlich einen eher brutalen Comic. Das sind die Leute, die hier mitspielen. Und hier sieht man dann, wie der Reiter ohne Kopf sein Unwesen treibt und versucht, den Pakt mit dem Teufel irgendwie zu erfüllen und endlich Ruhe zu finden. Ja, also könnt ihr euch natürlich gerne kurz anhalten, das Video und im Detail durchlesen. Zum Abschluss gibt es noch ein Impressum. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Heftchen hier, dieser Comic. Dann haben wir die Schreibfeder, die Postkarte im Querformat, das Zertifikat, den Pakt, den Teufelspakt, dann das Blut, also die rote Tinte hier zum Unterschreiben, die Bonus-CD mit 5 Tracks, also mit Bonus-Tracks, mit den Remix-Tracks und natürlich das Album an sich mit 15 Tracks, das kommt hier im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Schreib es mit Blut von Tanzwut. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tanzwut unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.